Es ist ein verschneiter Februarabend im Jahr 2021. Ein ganz normaler Sonntag für die Familie Miller. Am nächsten Tag ist wieder Schule. Die Familie ist zu Abend. Die Schultaschen und Lunchboxen ihrer Töchter für den nächsten Tag sind bereits gepackt. Und die beiden legen sich früh zu Bett, um für den bevorstehenden Schultag ausgeschlafen zu sein. Doch am nächsten Morgen wird nicht so sein, wie es einmal war. Das Leben, wie es die Millers zuvor kannten, ist für immer zerstört und nur zwei der einst vier Familienmitglieder stehen vor einer unfassbaren Tragödie. Die Schwestern. Als Claire 2007 geboren wird, sind ihre Eltern Mark und Marie überglücklich über ihre zweite Tochter. Vor allem darüber, dass Claire gesund ist. Denn das ist keine Selbstverständlichkeit für die Familie Miller. Bereits 5 Jahre zuvor sind Marie und Mark zum ersten Mal glückliche Eltern geworden. Doch nach der Geburt ihrer älteren Tochter Helen ereilt sie eine niederschmetternde Nachricht. Helen wird mit einer Zerebralparese geboren. Unter einer Zerebralparese versteht man eine Gruppe von Erkrankungen, die mit Bewegungsstörung und Muskelsteife einhergehen. Sie wird verursacht durch Fehlbildung des Gehirns, die während der Gehirnentwicklung vor der Geburt oder durch einen Gehirnschaden vor, während oder kurz nach der Geburt entstehen. Betroffene können unter leichten bis hin zu erheblichen Bewegungsstörungen leiden, bei der ein oder mehrere Gliedmaßen betroffen sind und die bis hin zur Lähmung führen können. Auch Helen hat eine fortgeschrittene Zerebralparese. Sie ist auf einen Rollstuhl angewiesen, kann nicht sprechen und braucht eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung. Umso glücklicher sind Marie und Mark Miller, als sie 5 Jahre später erfahren, dass sie wieder schwanger sind und Helen eine kleine Schwester bekommt. Für Helen ist Claire nicht nur eine Schwester, sie ist ihre beste Freundin, ihre engste Vertraute. Und der Mensch, der Helen ein Stück Kindheit schenkt, wie es andere Gleichaltrige kennen und erleben. Mark und Marie ermöglichen ihren beiden Töchtern eine liebevolle Kindheit und Jugend, in der es ihnen an nichts fehlen soll. Und sie legen großen Wert auf gute Bildung, weshalb Claire und Helen auf eine Privatschule in einem Nachbarort ihrer Heimatstadt Mannheim im US-Bundesstaat Pennsylvania gehen. So wie viele Teenies in ihrem Alter interessiert sich Claire für Animes. Sie spielt Hockey und kümmert sich viel um ihre 5 Jahre ältere Schwester, begleitet sie zu Terminen oder hilft ihr im Alltag. Und Claire verbringt viel Zeit auf TikTok, wo sie bis November 2021 20.000 Follower erreicht, nachdem einige ihrer Videos viral gegangen sind. Dort postet sie Lip-Sync-Videos von sich, wie sie in ihrem Zimmer tanzt oder wie Claire mit ihrem Vater lacht und albert. Aber auch Videos, in denen sie Referenzen auf gewaltverherrlichende Filme macht, sind auf ihrem Account zu finden. Doch es ist nichts Ungewöhnliches für eine 14-Jährige, die möglicherweise in einer rebellischen Phase ist. Auch in ihrer Klasse bemerkt niemand etwas von Claires dunkler Seite. Sie wird als fröhliche, freundliche Schülerin beschrieben, die gute Noten schreibt, beliebt ist und sich gern um ihre größere Schwester kümmert. Niemand von ihnen ahnt, was sich im Inneren von Claire abspielt und in welcher Grausamkeit es endet. Eine unvorstellbare Tat. Der 21. Februar 2021 ist für die Familie Miller ein ganz gewöhnlicher Sonntag. Doch er wird der Tag werden, der alles im sonst so liebevollen Familienleben der Millers verändert. Es ist ein kalter Winterabend und Schnee bedeckt die Straßen und Häuser in Mannheim. Es ist nachts gegen 1 Uhr und die Familie Miller schläft bereits. Alle bis auf eine. Ob Claire schon lange einen grausamen Plan verfolgt hat oder das, was geschehen ist, eine Spontanhandlung war, ist bis heute ungewiss. Um 1:15 schleicht die 14-jährige Claire aus ihrem Zimmer und geht in die Küche. Mit einem Messer in der Hand geht sie zurück zum Zimmer ihrer 19-jährigen Schwester und öffnet die Tür. Helen ist im Tiefschlaf, als sich ihre Schwester über sie beugt und mit dem Messer immer wieder in ihren Hals sticht. Helen kann aufgrund ihrer Einschränkung nichts gegen den Angriff tun. Sie ist gelähmt und kann sich nicht wehren.
Sie kann nicht sprechen und nicht um die Hilfe ihrer Eltern rufen, die schlafen und nicht mitbekommen, was ihre jüngste Tochter ihrer Ältesten gerade antut. Helen ist hilflos dem Grauen und der Gewalt ihrer eigenen Schwester ausgeliefert. Ihrer besten Freundin, die Person, mit der Helen die meiste Zeit verbracht hat und der wichtigste Mensch in ihrem Leben ist. Als Claire von Helen ablässt, lässt sie das Messer am Hals der 19-Jährigen stecken, legt ein Kissen auf das Gesicht ihrer toten Schwester und geht nach draußen, wo sie zu ihrem Handy greift. Sie wählt den Notruf und wiederholt am Handy immer wieder einen Satz. Ich habe meine Schwester erstochen. 5 Minuten später erreicht die Polizei das Haus der Familie Miller, unwissend, welches grausame Bild sich ihnen bieten wird. Claire steht nur in ihrem Katzenpyjama bekleidet draußen in der Kälte. Sie ist blutüberströmt und der Schnee rings um sie herum ist rot, so als hätte Claire versucht, ihre blutigen Hände zu säubern. Wie in Trance wiederholt Claire vor den Einsatzkräften immer wieder einen Satz. Ich habe meine Schwester erstochen. Doch wirklich glauben können sie ihr das nicht. Vor ihnen steht eine kindlich wirkende 14-Jährige in ihrem mit Katzen bedruckten Pyjama, die scheinbar schwer traumatisiert ist. Anfangs geht die Polizei deshalb davon aus, dass Claire die Zeugin einer schrecklichen Tat ist und nicht, dass eine Mörderin vor ihnen steht. Erst als die Einsatzkräfte das Haus der Familie Miller stürmen, werden Marie und Mark wach und können nicht begreifen, was sich nur Minuten vorher, während sie geschlafen haben, abgespielt haben soll. Als die Polizei das Zimmer von Helen betritt, ist ihr Bett blutüberströmt. Die Einsatzkräfte sehen, dass ein Kissen über ihr Gesicht gelegt ist, dass das Tatmesser immer noch in ihrem Hals steckt und dass jede Hilfe für die 19-Jährige zu spät kommt. Auch für die Polizei ist der Tatort ein Bild, das sie nie vergessen werden. Sie sind schockiert von der Grausamkeit und der Gewalt, der Helen völlig wehrlos in ihren letzten Minuten ausgesetzt war. Der Polizeichef der Gemeinde Mannheim, der am Tatort vor Ort war, sagte in einer späteren Pressekonferenz, »Ich weiß nicht, ob ich jemals so ein erschütterndes Verbrechen wie dieses gesehen habe.« Die Suche nach einem Motiv. Innerhalb kürzester Zeit verbreitet sich in den US-amerikanischen Medien die Nachricht über die unbegreifliche Tat. Eine 14-Jährige hat ihre eigene Schwester, die auf einen Rollstuhl angewiesen war, getötet. Auch auf TikTok, der Plattform, auf der Claire selbst die meiste Zeit verbracht hat, zeigen sich die Menschen entsetzt. Doch gleichzeitig steigen die Aufrufe auf Claires eigenen TikTok-Videos nach ihrer Festnahme. Bevor die Plattform Claires Account löschen kann, gehen zahlreiche ihrer Videos viral und erreichen plötzlich Millionen Menschen. Doch auch nach der Löschung ihres Profils reißt das Interesse an der 14-jährigen Mörderin nicht ab. Das geht sogar so weit, dass ein Video verbreitet wird, welches Claire angeblich als letztes auf ihrem TikTok-Kanal gepostet haben soll. Es zeigt einen blutigen Latexhandschuh im Schnee und eine blutüberströmte Stofftiergiraffe. Viele der Leute, die Claires TikTok-Profil nach der Tat noch gesehen haben, dementieren allerdings, dass Claire dieses Video gepostet habe und dass es sich dabei nur um einen makabren Scherz handle. Doch ganz gleich, ob das Video ein Fake ist oder nicht, es hat sein Ziel erreicht. Das Interesse am Fall der 14-jährigen Mörderin ist riesig. Und alle stellen sich die Frage, warum ausgerechnet ihre Schwester sterben musste. Die Suche nach einem Motiv bestimmt in den Tagen nach der Tat die Medien. Wie konnte eine unauffällige, freundliche und fröhliche 14-Jährige zu einer Mörderin werden? Warum musste ihre Schwester, mit der sie rund um die Uhrzeit verbracht hatte, sterben? Und wieso staute sich in Claire anscheinend so viel Hass an, dass sie mit solch einer Brutalität tötete? Anfangs vermuten sogar viele, dass Claire aus Liebe zu ihren Eltern getötet hat. Hatte die 14-Jährige vielleicht Angst, dass sie eines Tages mit der Pflege von Helen überfordert wären oder ihnen die hohen Kosten für medizinische Betreuung über den Kopf steigen? Hat Claire wirklich gedacht, dass sie ihren Eltern mit dem Tod von Helen entlastet? Erst nach und nach sickern mehr Details nach Claires Verhaftung über die 14-Jährige an die Öffentlichkeit, die ein ganz anderes Bild zeichnen. Bei einer der Anhörungen zum Fall sagen die Polizeikräfte aus, die Claire zu Hause festgenommen und sie in Gewahrsam gebracht haben. Wie eine traumatisierte Teenagerin habe Claire auf sie nicht gewirkt.
Ganz im Gegenteil. Sie hätte keinen Funken von Reue für den Mord an ihrer Schwester gezeigt. Nachdem Claire zur ersten Befragung auf die Polizeistation genommen wurde, haben die Ermittlerinnen ihr Frühstück von McDonald's gebracht, was die 14-Jährige mit einem Satz kommentiert hat, den die Anwesenden schockiert hat. »Oh, McDonald's! Ich hätte schon viel früher jemanden getötet, hätte ich gewusst, dass ich dann was von McDonald's bekomme.« Als während der Befragung Claires Handy klingelt, hört die Polizei ihren Klingelton. Es ist die Titelmusik des Horrorfilms Halloween. Und auch das kommentiert die 14-Jährige und sagt zum Ermittlungsteam, »Ich habe meine Schwester erstochen wie Michael Myers.« Es sind Aussagen, die für Entsetzen sorgen und ein Benehmen der 14-Jährigen, das fassungslos macht und die Frage nach einem Motiv nur noch mehr erschwert. Viele vermuten an dem reuelosen und gefühlskalten Auftreten von Claire, dass sie aus einem ganz bestimmten Motiv getötet habe. Aus Hass auf ihre Schwester, die aufgrund ihrer Einschränkung viel mehr Aufmerksamkeit als Claire bekommen hat. War die 14-Jährige eifersüchtig auf ihre ältere Schwester, um die sich ihre Eltern rund um die Uhr kümmern mussten? Hat sie sich nach der Aufmerksamkeit gesehen, die ihre Schwester erhalten hat? Waren ihre TikTok-Videos ein weiterer Schrei nach Aufmerksamkeit? Schließlich war sie stolz darauf, dass ihr 20.000 Menschen auf der Plattform folgen. Oder ist in der 14-Jährigen über Jahre ein Hass gegen ihre Schwester gewachsen, um die sie sich täglich gekümmert hat? Hat sie all diese Wut vor jedem verstecken können, während sie nach außen hin die liebevolle Schwester gemimt hat, die insgeheim eine immer größer werdende Abneigung empfunden hat, die in einem grausamen Mord gegipfelt ist? Dass Claires Mord keine spontane Tat war, lässt zumindest ein Telefonat erahnen, das ebenfalls erst durch die Ermittlung aufgedeckt wird. Claire hat bereits Tage vor dem Mord an ihrer Schwester die Polizei angerufen, dass sie von Mord- und Suizidabsichten fantasiert, was allerdings für einen Teenie-Scherz gehalten wurde. Die größte Frage im Prozess gegen Claire ist allerdings nicht die Frage nach dem Motiv, sondern ob die Teenagerin nach Erwachsenen- oder Jugendrecht verurteilt werden soll. Bei einer Anklage wegen Mordes greift in Pennsylvania eigentlich nicht das Jugendstrafrecht. Und Kinder und Jugendliche werden als Erwachsene vor Gericht gestellt, wo dann sogar die Todesstrafe zur möglichen Strafe steht. Ihr Verteidigungsteam hat jedoch eine Sondergenehmigung beantragt, dass Claire nach Jugendrecht verurteilt wird, da bei ihr mehrfache, massive psychische Störungen festgestellt wurden, die erst nach Jahren der Therapie wirklich diagnostiziert werden können. Bei Claire werden Depressionen und Halluzinationen festgestellt. Sie hat sich zum Zeitpunkt des Mordes in einer Lebenskrise befunden. Sie hat gesehen, dass ihre Eltern älter werden und immer mehr Probleme bei der Unterstützung ihrer Schwester hatten. Claire habe sich auch viele Gedanken um ihre Zukunft gemacht. Sie hatte Angst davor, für das College wegzuziehen und ihre Eltern allein zu lassen. Der Lockdown habe sie dann isoliert. Sie war allein in ihrer Gedankenwelt gefangen. Als einzigen Zufluchtsort habe sie Social Media gehabt, insbesondere TikTok, wo sie eine Obsession für Morde entwickelt habe. Laut ihrer Verteidigung hat Claire in der Nacht, in der sie ihre Schwester ermordet hatte, einen psychischen Zusammenbruch erlitten. Sie habe halluziniert. Sie hätte Stimmen gehört, die ihr Befehle gaben, sich selbst zu verletzen, und sie hätte in Helens Körper eine Version von sich gesehen, wie Claire sich selbst wahrgenommen hat, als hässliche Versagerin, die sie töten musste. Dass der Mord nicht geplant gewesen sei, begründet ihre Verteidigung mit Claires Verhalten vor der Mordnacht. Die damals 14-Jährige hat ihre Schultasche und Lunchbox gepackt und sich Sachen für den nächsten Schulalltag rausgelegt. Sie sei mit dem Gedanken ins Bett gegangen, dass am nächsten Morgen ein ganz normaler Tag wäre, sie zur Schule gehen und alle aus ihrer Familie noch leben würden. Trotz der Ausführungen ihrer Verteidigung kommt das Gericht ihrer Forderung nach einer Verurteilung nach Jugendrecht nicht nach. Doch die Entscheidung fußt nicht darauf, Claire mit einer möglichst harten Strafe zu verurteilen. Die Zuständigkeiten bei einer Verurteilung nach Jugendrecht würden mit 21 Jahren wegfallen. Das würde in Claires Fall bedeuten, dass sie keine Bewährung und keine Auflagen haben würde, dass sich die mittlerweile 16-Jährige weiterhin in psychologischer Behandlung befinden muss. Das Gericht hat den schwierigen psychischen Zustand von Claire anerkannt und dass es eine jahrelange Betreuung bedarf, um Claire zu diagnostizieren und zu behandeln.
Das bedeutet aber auch, dass sie nicht mit 21 Jahren ohne Auflagen freigelassen werden könnte. Denn zu groß ist die Gefahr, dass sie erneut solch einen Zusammenbruch erleidet, der möglicherweise wieder in einem entsetzlichen Mord endet. Claire Miller bekennt sich schließlich dem Third-Degree-Murder, also der nicht vorsätzlichen Tötung, schuldig unter Berücksichtigung ihrer psychischen Erkrankung. Und sie wird zu 12,5 bis 40 Jahren Haft verurteilt. Auch ihre Eltern sind bei der Urteilsverkündung anwesend. In der Öffentlichkeit äußern sie sich allerdings nicht zum grausamen Mord an Helen und ihrer Tochter, die die Mörderin ihres ältesten Kindes ist. Lediglich einmal haben sie vor Gericht gesprochen, als es um die Entscheidung zwischen Jugend- und Erwachsenenrecht ging. Sie haben den vorsitzenden Richter gebeten, Claire nur nach Jugendrecht zu verurteilen. Sie haben bereits eine Tochter verloren und wollen nicht auch noch ihre zweite Tochter verlieren.